Vertriebsstrategie benötigt, ja, als wie einfach nur telefonische Kaltakquise. Hier muss man eben ein bisschen weiter ausholen. Und letztendlich Online-Marketing mit Offline-Marketing verknüpfen. Das ist das ganz große Zauberwort, ist eben die Verknüpfung, ja, von Online-Marketing und Offline-Marketing. Und viele haben das auch schon erkannt mittlerweile, ne? Das ist ja auch ist ja auch schon wieder ein alter Hut letztendlich. Naja, bei vielen auch nicht. Ja? In der IT-Branche, viele machen noch gar nichts online. Das kommt jetzt hoffentlich auch mit im Zuge der Corona-Krise so langsam alles. Aber hier machen auch wieder viele folgenden Fehler. Die sagen, kein Thema, überhaupt kein Thema. Um hier jetzt erfolgreich zu sein, das ist sozusagen mein Ziel, machen wir ganz simpel Online-Marketing. Und zwar, das Ganze muss ja schnell gehen, sonst könnten wir ja gleich telefonen, wieder alle anrufen. Wir machen PPC, sogenanntes PPC. Und PPC ist Englisch und heißt nichts anderes. Also auf Deutsch nennt man das, glaube ich, SEA. Ja, also ich habe das damals alles in England gelernt, deswegen nutze ich auch den Begriff PPC. Ist einfach letztendlich Pay Per Click. Das ist nichts anderes als wie einfach gekaufter Traffic. Ja, das heißt, ich gebe Google oder Facebook, also so viel mehr Plattformen gibt es da gar nicht, also LinkedIn noch. Ja, für B2B ist LinkedIn vielleicht etwas besser wie Facebook.